So, hallo. Jetzt kommen wir mal zu einem kurzen Unboxing. Ich habe mir ein Paket zuschicken lassen. Die Technics X-Pointer. Und wollte mir eigentlich mal zeigen, was alles da drin ist. Das schmeißen wir rein. Die Sonderpower Gold Rally. Ja, am 1.4. Kennt vielleicht auch schon jeder. Ein bisschen Werbung. Ach, übrigens habe ich das vom EDC mir zuschicken lassen. Auch weg. Ja, rechnen. So, dabei war. Achso, es waren knapp unter 100 Euro. Dabei war einmal diese Tasche. Fundtasche zum Umhängen. Ich hoffe, man versteht mich trotz des Rauschens. So, Müll. Diese Sachen waren drin. Wie gesagt, zusammen knapp unter 100 Euro. Die Batterie und die Lieferung sind mit drin. Wunderbar. Kann man also quasi direkt loslegen, wenn man denn möchte. So, schauen wir, was hier drin ist. Ich denke mal, in die Fundtasche brauchen wir nicht reinschauen. Ist halt eine normale Tasche zum Umhängen. Ne? So. Ah ja, hier sind die mit zum das sind die zum Aufladen. Lithium-Ionen-Akku. Okay, Werbung. Ja, das ist die Bedienungsanleitung. Auch in Deutsch, sehr schön. Später. Dann haben wir hier eine Tasche. Tasche soll ich schon. Eine Tüte. Ah, sehr schön. Das scheint wohl irgendwie hier so. Na, passt nicht drauf. Vielleicht der hier? Ne, passt da nicht drauf. Ich hatte gedacht, das wären die Deckel zum Schutz dafür. Muss ich mal schauen. Vielleicht gibt es verschiedene Größen und ich habe die falschen, aber die passen definitiv nicht. Okay. Dann ein Karabiner, der kommt an die Jacke und den, an die Hosen, an den Hosengürtel und das. Dann hier noch so ein Holster und den hier ein Kamo mit LED. Und der sitzt sehr gut. Dicht, also ich glaube, der ist ja nicht wasserdicht, aber zumindest das Batteriefach ist. Ach, ja. Sogar eingefettet, eingeschmiert. Probieren wir das so mal hier aus. Ich glaube, ich muss nachher aufräumen. Ja, man sieht hier ist nichts geübt, nichts geprobt. So, das kommt so da rein. Irgendwie, das war so da reingesteckt. Okay. Oh, so. Ah, okay. Funktioniert. Da geht es schon los. Also ich habe jetzt leider kein Lineal oder so zum Messen. Aber wenn man das sieht, ja, da geht es schon los. Ja, gut. Reicht für mich vollkommen aus. Ich werde die Vibration aber ausschalten. Ich habe lieber den Ton. Das finde ich auch das Schöne, man muss nicht lange drücken und gedrückt halten, sondern einmal drücken aus, einmal drücken an. Das ist sehr gut. Ich habe von anderen gehört, die haben ein anderes Gerät, da muss man zum Einschalten länger drücken, so 2 Sekunden. Ne, das gefällt mir.
Okay, das soll es gewesen sein. Ich wollte eigentlich auch nur zeigen, was hier alles drin ist. Wie gesagt, geliefert worden von Interschalldetektor Center. Kennt bestimmt jeder von uns. Okay, das war's.